Okay, dann 3, 2, 1, Start. Zur Sitzposition im Allgemeinen. Wir versuchen unseren Teilnehmern immer beizubringen, dass sie so aufrecht wie möglich sitzen sollen. Also die Sitzposition oder die Rückenlehne tatsächlich zwischen einem Winkel von 90 und 100 Grad. Irgendwo versuchen, einen Kompromiss zwischen Komfort und Sicherheit einfach zu finden. Ne? Und je aufrechter wir sitzen, je mehr Kontakt wir eben zur Rückenlehne haben, umso mehr und so besser bekommen wir auch Feedback von dem Auto und desto eher merken wir auch, wenn mit dem Auto, ne, das eben zur Seite ausbrechen möchte, dass wir eben schon rechtzeitig eben gegenlenken können. Sitzhöhe, wie gesagt, ist entscheidend. Irgendwo zwischen Kopf und Decke mit zwischen zwei und vier Finger breit sollte der Abstand eben sein. Und der Abstand zu den Pedalen natürlich, wir gehen immer vom Bremspedal aus. Wenn ich das voll durchgetreten habe, dass das Bein immer noch angewinkelt ist und ich immer noch mit einem maximalen Pedaldruck arbeiten kann. Ganz, ganz wichtig. Das ist unsere Kraftfahrausbildungsanlage. 42.000 Quadratmeter durchgängiger Asphalt. Eine Außenrunde hier rum sind 804 Meter mit 9 verschiedenen Kurven. Wie sieht so eine Ideallinie eigentlich aus im normalen Straßenverkehr auch? Weil die Ideallinie auch zugleich immer bedeutet, dass das die Sicherheitslinie ist und ich so am besten eben durch den Verkehr komme. Hier im Slalom wird einem immer das Lenken ein bisschen bewusst gemacht. Wie weit kann ich lenken? Wann fängt ein Fahrzeug an eben zu runter oder eben zu übersteuern an. Und das können wir hier dann eben simulieren. Das war ja jetzt ein moderates Tempo. Im Personenschutztraining müssen dann die Teilnehmer natürlich das Ganze auch unter der schwierigen Bedingungen, mal mit einem ganz anderen Sicherheitsabstand, der vielleicht mal notwendig wird, trainieren. So baut man auch gegenseitig im Kommando eben das Vertrauen auch auf, dass man sich auch untereinander eben auch verlassen kann. Ja, jetzt bewegen wir uns auf die Gleitfläche. Hier machen wir so einen Bremsvergleich mal, dass man mal sieht, das Auto neben uns hat Sommerreifen. Wir sind auf Winterreifen unterwegs, dass man einfach mal sieht, wo ist der Unterschied bei so einer Vollbremsung, ne? Was tatsächlich einen Winterreifen und einen Sommerreifen ausmacht. Jetzt fahren wir nochmal über die Gleitfläche. Jetzt haben wir zusätzlich eine Schleuderplatte davor installiert, ne? Die simuliert ein ausbrechendes Heck, ne? Und zusätzlich eben noch mit Wasserhindernissen versehen, dass wir dann auf einem glatten Belag auch noch versuchen, den Hindernissen ausweichen zu lassen. Die ist knapp 80 Meter lang, mit verschiedenen Wasserhindernissen in der Mitte, die man auch unterschiedlich ansteuern kann. Davor ist nochmal eine Schleuderplatte. Wenn das Auto hier drüber fährt, wird einem das Heck verdreht und somit wird eben ein ausbrechendes Fahrzeug simuliert. Das Ganze nochmal. Jetzt lenke ich mal bewusst falsch. Ich habe eben mit weichen Lenkbewegungen gearbeitet. Jetzt versuche ich es mal mit harten Lenkbewegungen. Ja. Und jetzt sehen wir schon, dass das Auto gar nicht mehr den Lenkbewegungen folgt. Und das Auto eben massiv untersteuert. Untersteuern bedeutet, es schiebt über die Vorderachse. Der Kreisverkehr, 50 Meter im Durchmesser mit verschiedenen Fahrbahnbelägen, ist einmal Asphalt außenrum. Hier ist eine Gleitfläche, das ist so ungefähr wie, als wenn wir auf Eis eben spazieren fahren würden. Hier innen ist nochmal ein Ring aus Kopfsteinpflaster. Das Ganze ist zusätzlich bewässert. Hier im Kreis ist das ein bisschen das Spiel der Kräfte. Ne? Wir führen die Trainingsteilnehmer an die Grenze des Fahrzeugs und des Reifens ran. Wie fühlt sich das an? Wie hört sich das an? Ne? Und was passiert einfach, wenn ich jetzt noch Gas gebe? Ne? Dann wird das Auto nach außen gedrückt. Das Quietschen ist immer ein akustisches Signal, dass ich schon deutlich über der Haftreibungsgrenze bin. Und hier eben auf so einem glatten Belag, wie sehr das Fahrzeug dann eben instabil wird. Was ist noch ganz wichtig? Immer beide Hände am Lenkrad halten, am besten immer in dieser 3- und 9-Uhr-Position.
Bei den modernen Autos ist auch meistens schon so eine Ablage eben für den Daumen, den man den hier so schön positionieren kann, ne? Und grundsätzlich eben versucht alles aus dieser Position abzuarbeiten, es sei denn, es wird, ich muss deutlich mehr lenken, dass ich auch anfangen muss mit Übergreifen. Ansonsten, wie gesagt, immer versuchen in der 3 und 9 Uhr Position. Jetzt fahren wir in das Aquaplaning-Becken rein. Hier zeigen wir ab 80 km/h. Schwimmt das Auto eben auf, ne? Und ich kann lenken, wie ich möchte. Es passiert erstmal grundsätzlich nichts am Fahrzeug. Erst wenn ich wieder Kontakt habe, ne? Wird das sehr dynamisch. Ein Aquaplaning-Becken, das ist knapp 70 Meter lang und 30 Meter breit. Hier kann man eben wunderbar Aquaplaning simulieren. Darunter ist nochmal ein Spurbild Aquaplaning, typisch für die Autobahn, für den rechten Fahrstreifen, voll mit Wasser gelaufen, die Spurrille, und dann noch zusätzlich mit Wasserhindernissen versehen. Jetzt nochmal an das Aquaplaning-Becken, ja, hier auch wieder die Geschwindigkeit um die 90 km/h. Jetzt gehe ich voll auf die Bremse, nehme die Hände weg vom Lenkrad, ne, und grundsätzlich können wir sagen, dass das ABS das Fahrzeug eben in der Spur behält. Ja, also Bremsen und Aquaplaning ist grundsätzlich immer möglich. Jetzt kommen wir nochmal zum Spurrillen Aquaplaning, typisch für die Autobahn, der rechte Fahrstreifen. Was da eigentlich mit dem Auto passiert, ne? Dass das Heck auch sehr dynamisch wird und man mehr versucht, mit der Stabilisierung das Auto eben in der Spur zu halten. Schnell wie möglich, um dann eben wieder vorwärts in die Gegenrichtung abzufließen. Das Ganze jetzt nochmal mit einem Auto links neben uns, dass man mal sieht, ne, wie wenig Platz man eigentlich braucht dafür. Die wir jetzt noch zeigen, ist die Wende rückwärts, die Y-Wende, die deutlich sichere Variante als der Rückwärts-Turn. Ja, wir bauen einfach Geschwindigkeit ab, drehen das Auto so schnell wie möglich auf 90 Grad und fließen vorwärts wieder ab. Bei der Gelegenheit, wo wir eben standen, habe ich noch mal kurz das ABS und das ESP ausgemacht, um einfach auch nochmal zu simulieren, wie gut sind die Assistenzsysteme mittlerweile. Wir fahren jetzt mal Bremsen mit Split, einseitig platt. Ich bin voll auf der Bremse. Und jetzt sehen wir dann eben mal, wie spurstabil dieses Auto dann noch bleibt, wenn man ohne ABS voll auf die Bremse geht, alle Räder eben blockieren und das Fahrzeug gar keine Seitenführungskräfte mehr überträgt.